Herzlich willkommen zu Let's Go Animal Crossing Amiibo Festival. Das wohl als letzteste View-Spiel überhaupt geltende Spiel werden wir uns in diesem Let's Test anschauen. Entwickelt ist es von NDCube. Das ist die Firma, die auch so Mario Party sehen. Mario Party Top 100 Minigames, Mario Party Stars und Mario Party 9 gemacht hat und nach Meinung von vielen Leuten damit die Mario Party Reihe ziemlich in den Sand gesetzt hat. Amiibo Festival sollte dem nochmal eins draufsetzen, denn ohne die Amiibo Karten kommt man nämlich nicht mehr ins Menü. Das heißt, man braucht allein ein Amiibo, um ins Menü zu kommen, wie man das dann sehen kann. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich vielleicht meine Amiibos dafür haben sollte. Dementsprechend werde ich sie ganz schnell holen. Und das ist halt das Umständlichste schon mal am Spiel. So, jetzt habe ich meine beiden Amiibos geholt. Dafür echter Vorteil, bei einem Game sind Amiibos schon dabei. Zwei Amiibos und ich glaube 3 Amiibo-Karten waren es. Und für das Schnäppchenpreis, sodass man das Spiel derzeit ergattern kann, ne, in dem Fall 10 Euro oder so, ich das denke ich mal so sehr gerechtfertigt, der Preis dann für das Spiel und die Amiibos. Aber labern wir nicht weiter rum, sondern berühren wir einfach mal das mit einem Amiibo. Und das ist dieser Platzer. Und um den freizuschalten, und hier hat es die Vollversion hier, und um den freizuschalten, musste man zweimal so dieses Hauptgame durchspielen, was über 6 Stunden gedauert hatte. Das ist der Horror. So, und wie funktioniert das jetzt? Wir haben verschiedene Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, der Eismann kommt. Verschiedene Minispiele quasi. Ne? Und um diese ganzen Spiele, oder generell alles zu nutzen, braucht man Amiibo-Karten. Ohne Amiibo-Karten und Amiibos generell geht hier so ziemlich gar nichts. Und das ist eigentlich eine Sache, die natürlich ein komplettes No-Go ist und einfach richtig bescheuert ist. Aber yay, wagen wir uns mal rein und fangen wir einfach mit dem ersten hier an. Führe eine Gruppe aus 3 Tierchen Einwohnern mit Hilfe ihrer Amiibo-Karten zusammen. What the heck? Okay, da braucht man sogar 3 Amiibo-Karten. Warten wir mal fest, schauen wir uns das mal an. Dann haben wir das hier, da brauchen wir 6 Amiibo-Karten. Ich schau mal, wie viele Amiibo-Karten ich habe, aber ich glaube nicht mehr genug, um das zu spielen. Das ist echt krass. Hier, bei einem Pack dabei sind exakt 3 Amiibo-Karten. Ne? Und wir wissen, wie teuer diese Dinger sind. 2,90 € oder so eine Packung, ne? Und das heißt, man muss nochmal 3 Euro drauf bläsen, um dieses Minigame spielen zu können. Zusätzlich zu den normalen 45 Euro, die das Spiel kostet, wenn man es neu kauft. Aber schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier noch das hier. Hau den Resetti aus den Löchern, hinter denen die Einwohner sitzen. Spring auf Blas. Okay, da brauchen wir 3 Karten. Genau, das jetzt ja auch momentan besitzt du 3 Glückstickets. Soll die Attraktion wirklich erfüllt werden? Ja, man braucht da irgendwie, kann man die Karten gegen Glückstickets austauschen oder sowas. Dann haben wir hier zum Beispiel die Luftballoninsel. Da braucht man nur 1 Karte. Halte die Amiibo-Karte über den Knopf und die Einwohner schwebt in der Luft. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So.
ein Speeder. Pro Speeder braucht man eine Karte. Dann werden wir ein Charakter, da sind wir Bewohner A. Das ist richtig. Und wir haben hier drei Amiibo-Karten. Könnt ihr es nicht sehen, da die Facecam aus ist, aber wir haben drei Amiibo-Karten. Und das ist halt so ein Bucher. Alles. Wie geht denn das jetzt eigentlich? So, ich hab die Amiibo-Karte hängen. Dann kommt da so ein Typ hier. Ah, und damit habe ich 12 Ballons kaputt gemacht. Jetzt kann man beispielsweise irgendeinen anderen Typ drunter halten. Aber eigentlich ist das doch so ein Witz, wenn man darüber nachdenkt. Weil der zum Beispiel einfach nur Scheiße macht. Und zwar 0. Dann haben wir aber noch, hier legen wir sie ja noch drauf. Und auch die fällt runter und auch 0, verdammt. Also aber 12. Jetzt können wir es noch einmal spielen. Wenigstens ist es dann irgendwie nicht zeitlich begrenzt oder sowas, aber trotzdem. Dass bei ohne Amiibos nicht mal ins Menü reinkommt. Finde ich halt schon relativ krass. Ganz ehrlich gesagt. Aber was soll's. Ich meine, wir probieren es aus. Vielleicht ist es halt doch im Großen und Ganzen rüber. Kommt der die? Na? So knapp davor, ja, komm. Das ist halt jetzt für einen kurzen Spaß, kurzzeitig vielleicht halt selbst auch mal witzig. Und dieses Minispiel ist an sich gar nicht mal so scheiße, weil an sich bin ich auch relativ der. Bin ich auch so Fan von so Minigames, ne? Gerade. Aber. 310. Sieh's. Generell. Das soll bei einer anderen Zeug sein. Meistens hat die relative Absorption, ehrlich gesagt. Und dann gibt es auch die Sammelalben, die man sammeln kann. Da kann man auch Millionen Zeugs dafür ausgeben, ne? Theoretisch. Aber okay. Schauen wir uns mal, hau den das hier an. Also wir werden definitiv nicht alles spielen. Das bekommen wir zeitlich einfach nicht hin. Aber auch sonst will ich das auch nicht alles spielen. Weil das dauert einfach viel zu lang. So, wie funktioniert das jetzt? Hallo, ich war doch gerade drin hier. Eine Karte. Die man wirklich einfach drei Karten hinlegen muss, eiskalt. Das ist doch krank! Alter. Okay, da haben wir unsere drei. Ja, achso, da muss man. Ah! Scheiße. Ich kapier das Prinzip. Verdammt. Ein bisschen zu langsam irgendwie. Und teilweise halt auch nicht richtig erkannt oder. Konzentration. Ah, hui. Das war nicht so toll. Aber wie mach's nochmal. Also wie gesagt, kurzweilig macht's viel Spaß. Aber. Auf die Länge her gesehen, wenn man es einzeln mal gemacht hat. Macht es keinen Spaß. Fuck, falsche Karte.
Muss immer schauen, was man einfach gerade für Karten hat. So, hier. Bär. Aber weißt du, weil der auch jetzt eine Sekunde zu spät kommt, das ist dann halt dezent nervig. Weil es halt Multitasking-mäßig hier genau alles zum richtigen. Zeitpunkt hinzulegen, wie soll das denn gehen? Das ist krass. Aber okay. Haben wir uns das gern auch mal angeschaut. Es probiert relativ neutral an die Spiel zu gehen. Aber es ist mir fast nicht möglich. Weil ich so manche Attraktionen schon gar nicht spielen kann, weil es einfach nicht genügend Amiibo-Karten hat, ne? Und das sollte an so zu denken geben. Einsame Insel. Lift 3 Bewohner mit speziellen Fähigkeiten bei Erkundung einer einsamen Insel. Ich glaube, das dauert länger. Ich glaube, zumindest alles dauert länger. Das können wir nicht machen. Was ist das jetzt hier? Ah, ich will keine Namen ändern. Oder doch. Irgendwo eine A kann ich es umändern, zum Beispiel in. David. Das ist toll. Das heißt der Typ David. Aber. Ich hab die Karte runter. Die anderen Aktionen, die es zum Beispiel gibt. Amiibo-Karten, ich dachte hier. Sechs Karten. Kann man nicht spielen. Süße Frust sind, das kann man spielen. Das haben wir uns dann auch noch an. Und Animal Crossing Quiz kann man in dem Fall spielen. Und das machen wir jetzt in dem Fall auch. Aber da, ich sehe gerade aufs Gamepad, steht 4 Glückstickets in einer Minute. Die brauchen nur, die besitzen nur eins. Heißt, sie brauchen Glücktickets. Wie besitzt man diese Glücktickets? Das ist das nächste. Um Attraktionen zu machen, braucht man Glücktickets. Jedes Glückticket ist eine Attraktion. Und. Wir haben nur noch ein Glücksticket, das heißt, wir können eh nur noch eine Attraktion machen, damit ein Glücksticket funktioniert. Und damit funktioniert eigentlich gar keine mehr. Verdammt. Also dieses Luftballon-Dings hier. Luftballoninsel. Da braucht man gar keine. Oder vielleicht bekommt man noch, weiß ich nicht, aber für alles andere, für was man diese Glücktickets braucht. Nee, können wir nicht machen. Und halt richtig viele Club-Tickets benötigt werden. Und das ist dieser eigentliche Hoppenmod, by the way, das Animal Crossing Brettspiel. Was auch lange Zeit dauert. Das möchte ich jetzt in dem Fall nicht zeigen, weil das wirklich ein bisschen dauert. Aber da kann man Glückspunkte und Sterne sammeln. Aber eigentlich möchte ich das schon zeigen, weil das ist halt der Hoppenmod so ziemlich, ne? Ich glaube, da machen wir. Das jetzt einfach mal. So. Aber das ist der eigentliche Hauptmod in dem Spiel. Die Minigames habe ich erst da soweit gezeigt. Und das ist der eigentliche Hauptmod, den man auch zum Anfang einmal durchspielen muss, bevor man überhaupt zu diesem Menü kommt. Ne, by the way. Es spielt man alleine, so schließen sie es dem Spieler 3 Bewohner für eine 4-Spieler-Partie an. Das ist in Ordnung. Aber es ist halt trotzdem der größte Hit. Wenn man mal ehrlich ist. Aber ja, wie man gesagt, wir gehen zurück zum Tief zum Ganzen zu. Und dementsprechend schauen wir uns auch dieses Brettspiel jetzt mal an. Das Brettspielsystem. Aber vielleicht ist er doch nicht so ganz heiß, ne? Also ganz vielleicht.
Was hat man, wie schön ein Animal Crossing von der Grafik her aussehen kann. Juhu Leute, so cool, dass ihr eine Partie mit mir spielen wollt, Flöt. Ich werde diesmal auch überaus bezaubernde wie stilereste Spielleiterin sein, Flöt. Hui, wisst ihr auch, wie man unser super cooles Spiel spielt? Ja, das wissen wir inzwischen. Eine Stunde 15 Minuten. Mit Zeitlimit. Ach Gott. 30, 45, 60. 30 Minuten. Es ist für eine halbe Stunde hier. Zocken so ein Game. Und die würfeln dann irgendwelche Zahlen. Vielleicht pressen wir es auch vorab, ich weiß es nicht, ne? Aber ich weiß, als einfach nur mal gezeigt haben hier. Wir werden es davor abpressen, ne? Aber das ist der eigentliche Mod in Animal Crossing am Mew Festival, ein Spielbrett. Ne? Ich bin es in Mario Party und so weiter zum Beispiel auch hat. Jetzt bin ich dran. Nee, ist gar nicht wahr, jetzt ist dieser Typ zuerst dran. Jetzt bin ich dran. Muss mein Amiibo dran halten. Und ich darf vom Felder gehen. Du begegnest pure Energie, die in dieselbe Richtung muss wie du. Die nette Begleitung versüßt euch den Tag. Ah, je nachdem, auf welche Felder man kommt, hat man halt eine positive oder negative Eigenschaft, die halt sich aufs ganze Spiel gesehen auswirkt. Ist recht interessant. Und das, wie gesagt, der Hauptmod und das, was euch zuerst gezeigt wird auf dem Plaza, sind diese Minigames, die es gibt. Von denen ich halt null halte. Von dem halte ich hier noch einigermaßen etwas, ne? Dazu sagen muss man hier, zu dem Mode, den muss man zweimal erstmal kommt, jetzt bin ich vom Mob zu dem Blaster kommt. Und da kann man den auch nicht verkürzen. Das heißt, da sitzt man dann 2 Stunden dran. Was halt auf die Dauer relativ nervt. Ne? Aber ja. Hey. Es ist im Prinzip, wenn ich letztes Mal Party. Ich meine, es hat auch ein D-Typ entwickelt, ne? Also was für ein Wunder ist es eigentlich nicht so ein großes. Aber okay. Wir wollen nicht die ganze Zeit rummeckern. Aber mal spielen. Vielleicht ist das, weil den Mode finde ich noch in Ordnung, sage ich mal. Aber ich werde ihn auch bis heute, aber noch in Ordnung. Heute hast du auf der Bühne ein paar Witze deines Mentors erzählt. Bei ihm haben nie so viele gelacht und du wurdest besser bezahlt. Das ist schön. Alle haben gelacht. Wenn man sich das mal richtig überlegt. Wirklich, so hätte ein richtig sickes, grafisch geiles Animal Crossing aussehen können. Für die Wii U. Dann hoffentlich gibt es das auf der Switch demnächst. Wäre ganz schön. So, jetzt bin. Nee, ich bin ja gar nicht ich. Ja, ja. Aber ich sag ja, Animal Crossing Lolif. Wird als Let's Play kommen, ist das Presse-Soys. Definitiv. Nachdem wir jetzt Pocket Capsen hatten und zudem hier wenigstens ein jetzt Test, passt das dem ins Presse. So, jetzt kann ich 6 Felder gehen, das ist sehr schön. Und so wieder im positiven Feld. Du hast bei deinem Besuch im Museum viel Neues gelernt. Jetzt müsstest du wissen, dies Wissen gerne mit jemandem teilen. Das ist natürlich immer ganz toll. Das ist klar.
So. Also ein Brief von einem Vergangenheit ist enthalten. Oh, interessant. So, wuhu, die erste Wache ist vorbei. Geht da super schnell, flöht. So, endlich am Sonntag erst soweit was heißt drauf. In der kommenden Woche könnt ihr kräftig auf den Rübenmarkt mitmisten. Total aufregend. Aber jetzt kommt dann diese Rübentante wie jeden Sonntag. Die meint, dass die irgendwie Rüben vorbeibringt, die man kaufen kann. Den Sinn habe ich noch nicht wirklich verstanden, aber okay. Naja, aus dem Weg, meine kleinen Radieschen, Sigrid, euer liebste Wildschwein. Dame ist da. Ich verkaufe jeden Sonntag seit wie lange eigentlich jetzt schon her? Na, mindestens 80 Jahre Rüben. Ich habe ein kleines Willkommensgesang für euch. Die Rüben habe ich für euch von Huf gesungen. Okay, also im ersten Monat gibt es kostenlos Rüben. 88 Sterne je Rübe. Jetzt habe ich zwar ein paar Sternis, aber in dem Fall möchte ich jetzt noch keine kaufen. Die Rüben kann man übrigens auch verkaufen und dadurch kann man im Tannenzell immer quasi mehr Sternis verdienen. Ist so im Prinzip das Geschäft dahinter. Ob das jetzt was bringt, ist eine andere Frage. Nee, aber wie gesagt, dieser Modus geht, finde ich noch voll, aber der Rest von diesem Game, vor allem diese ganzen Minigames, kann man, sorry dafür, aber kann man erst in die Tonne kloppen. Oh, das ist traurig. So, mal sehen, wie viel ich bekomme. 3. Du hast ein Fitnessstudio fürs Gewichtheben am Preis abgeräumt. Endlich rumreist mit Muckis. Ja, gut. GG. Das ist schön. Das ist das übrigens, so das Ganze jetzt weg war, was meint mit dem Rüben, die man verkauft. Naja, also jeden Tag gibt es Infos, wie viel die wert sind auf der Börse. In manchen Tagen bekommt man mehr, in manchen weniger. Hängt auch pro Feld ab, das heißt, ist mir zum Beispiel, oder sie ist jetzt zum Beispiel auf dem Feld, ich kann überlegen, möchte ich es für den Preis Möhren verkaufen oder eben nicht. So nach dem Motto funktioniert dieses Möhren-Prinzip. Ist ganz interessant. Hier macht es die Fanis, ist auch ein bescheuertes Geschäft. So. Jetzt bin ich dran und ich bewähle eines bei. 299 ist schon ordentlich. Dementsprechend, ja. Da kann ich auch auswählen, ob es Beispiel, wie viel es haben will. Wenn ihr für alles sehen, das bestätigt ihr jetzt. Weil 300 ist schon ein guter Preis dafür. Wenn man soll, was die mit 40 oder sonst was haben, ist das echt ein guter Preis. Sowas ist eine gute Freundin, ne?
aber ja. Immer wenn man das Spielfeld quasi einmal umrundet hat, beziehungsweise immer in Ecken, kommt man dann Stempel. Und wenn man alle Stempel voll hat, gibt es glaube ich auch irgendwas. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, weil ich hatte es nur, wie ich mir das vor gutem Jahr mal gekauft hatte, hatte ich das ein kleines bisschen mal in der Runde, also das, um überhaupt zum Blaster zu kommen, diese zwei Runden da durchgespielt, die es waren. Aber da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, weil es ist einfach so ein bisschen her. Und ja, der Preis wäre zum Beispiel viel schlechter für die Möhren. Als in deinem Glückskeks waren ein paar Stenis, ist das ein Zeichen, dass dir ein Geldsegen ins Haus steht. Wäre schön, ne? Wäre schön. Geld ist immer gut. Tja, passiert, ne? Fehlt der Wahrsagerin, okay? Leitet das Schicksal auch eure Suche nach dem Glück? Nehmt euer Schicksal im Zelt der Wahrsagerin auf einem grünen Ergebnisfeld selbst in die Hand. Ah ja. Interessant, interessant. Ja gut, dass einem sowas auch passiert hier, ne? Ist Pess. Und der verkauft zum Beispiel für dieses Geld hier, ne? Also die hatten ein paar mehr eingekauft, so. Dann quasi der verkauft. Aber ich wollte am Anfang jetzt das bei den Sinn quasi belassen, die es hatte halt, so. Du gehst angeln und ein Karpfen schlug dann Köder. Welche Freude. Ja, sowas ist doch immer schön hier im Praxis, ne? Aber dann alles richtig gemacht hat. Und hier aber dran stempeln. Ja, dieser Mount ist schon witzig, aber halt auch nichts für alle Tage und ist wieder relativ ein Alarm. Und dafür 45 Euro zu zahlen ist ein Witz halt, ne? 5 oder 10 Euro dafür, für das das jetzt gibt. Nicht in Amiibos, in den Amiibo-Karten. Ist das ganz in Ordnung? Weil sonst. Ne. Sorry. Es wird so viel, ich weiß, auch nicht mal einzeln angeboten im eShop. Aber wen haben wir hier? Den Rainer! Oh, willkommen, willkommen! Ihr kommt gerade rechtzeitig für Rainers neueste Geschäftsstelle. Rainers heutiger selbstloser Dienst an den Menschheit sind Karten. Zum Selbstkostenpreis natürlich. Hat das euer Interesse geweckt? Natürlich hat es das. Stellt euch einfach auf ein grünes Ereignisfeld. Ah ja, jetzt ist diese Wahrsagerin, glaube ich, weg. Aber Rainer ist dafür gekommen. Durchaus interessant. Wieso wird man bei der König, der mal auf dem Boot wartet? Was zum Henker?
Man übergeht's. Man muss halt schauen, dass man die Möhren bis zum Ende der Woche wegbekommt. Das heißt, wenn man bis zum Ende wartet auf Glück, ob man auf ein gutes Feld kommt. So nach dem Motto. Der Typ besucht hier übrigens gerade Rainer. Ich soll mal meinem Amiibo immer aufs Gamepad halten zum Würfeln, ne? Ob das auch so sinnvoll ist, kann man sich drüber streiten. Was haben wir denn da? Da haben wir ein Rainerfeld und da mal so eins. Gehen wir mal hier hin. Ich glaube, das ist besser, so ein Sternyfeld. Beim Spaziergang findest du etwas, machst den Besitzer aufwendig. Dankbar zahlt er dir einen kleinen Finderlohn. Das ist schön. Das ist aber dann wohl der richtige Weg hier. Na, Cousine. Weil dieser Rainer-Typ ist schon witzig. Also, ob seine Geschäfte jetzt so seriös sind, das muss ich zwar nicht unbedingt behaupten, aber er ist witzig. Ups, Entschuldigung, dass ich gerade gegen das Mikro gekommen bin. Samsel zu Besuch, ach Gott. Hallo, hier spricht euer Lieblingsspaßvogel Dr. Samselt. Nichts als ein Vögel, ja? Hahaha. Wenn ihr heute auf einem grünen Feld landet, steht ihr ein meiner urkomischen Skätze. Seht ihr ein? Wie, die kennt ihr alle schon? Dann wollt ihr sie doch bestimmt noch einmal sehen. Ich gebe euch auch eine Karte dafür. Ja, für eine Karte? Macht man's. Aber nicht um seine Skizze zu sehen. Weil die will keine Sau sehen. Hier seht ihr schon die erste. Mal schauen, wie flach der Witz wird. Danke, vielen Dank. Es ist wieder Zeit für Dr. Samsels. Du leidest am besten Witzen, da bist du genau richtig. Und meine Karte gibt's auch noch. Welche grandiosen Schenkelklopfer mit diesem vor? Ist das wohl nett? Huch, das war Dr. Samuels Spezialklopfer ist dran. Trommelwirbel. Kürzer, 1, 2, 3, 1. Positiv. Hä? Ja, den Hop ist jetzt nicht verstanden. Aber okay. Wo Thomas so als ob ich den verstanden hätte. Ja, ist interessant hier. Du hast die Wahl. Das war das mit dieser Spruch von diesem YouTube-Interview von Merkel und Herr Martin Schulz. Das war auch nach dem Motto, du hast die Wahl. Zufall? Ich glaube nicht. Und übrigens, durch das er die Möhren verkauft, macht er deutlich mehr Gewinn, weil er halt mehr Möhren hat und diese mehr verkauft. Das habe ich nächste Woche auch mehr Möhren. Tut mir leid, ich bin müde. Wir müssen guten Rainer. Der ist halt besser als auf so einem Miesefeld. So, mach mal, was er uns für einen Senko-Club verbringt. Danke, danke, vielen lieben Dank. Es ist wieder Zeit für Dr. Samsels Praxis für offene Gefühlsausbrüche.
Du leidest an schlechten Witzen, dann bist du aber mega genau richtig. Und an Karte gibt's auch noch. Welchen grandiosen Senkelklopfer werde ich diesmal zum Besten bringen, das Roulette entscheidet. Eine 6. Jawohl, Senkelklopfer Nummer 6. Wo bleibt der Trommelwirbel? Oh. Aufgepasst, Nerger, Senkelklopfer Nummer 6. Der Gag bräuchte eigentlich einen besseren Namen als Senkelklopfer Nummer 6. Meinst du nicht? Ich meine, Namen sind ja nicht in Stein gemeißelt, nicht wahr? Man kann alles ändern. Also, ich bin den perfekten Namen für Senkelklopfer 6. Bereit? Ich nenne ab jetzt Sechsenklopfer. Ach du Scheiße. Der ist ja noch schlimmer als diese Typen im Fernsehen. Die meinen, sie wären witzig. Die Karte ist nett, aber der Rest. Alter. Das sind so flache, flachwitzige Flachwitze. Hui. Und zwar wirklich hui. Hui. Man kann das, was die anderen machen, halt auch einfach null überspringen hier. Wobei wir einfach jetzt hier die 9,5 Minuten das noch spielen müssen. Und ja, ich meine wirklich müssen. Aber Angelturnier ist jetzt da. Hallo, hallo, hallo. Nee, warte. Hallo, hallo. Nee, ich muss probieren, dich rauszulassen. Hallo, hallo, hallo. Spitz dir ein. Heute findet das famose Angelturnier statt. Es ist egal. Welchen Fisch sie an anzieht, nur besonders saftig muss er sein. Beleisten denjenigen, der den größten Fischlander gewandt. Viel Glück, Nolan. Mein Mann, naja. So nach dem Motto, also ich kann nicht wirklich dieses. Ich hab gerade probiert, so wie die in Hamburg zu pressen. Aber ich kann den Dialekt einfach nicht. Ich habe ein bisschen Blattdeutz. Ein so tolles Bayeres. Ein Bayer, Bayeres. Aber ihr könnt jetzt presse, das was du einmal in Hamburgs presse. Denn die Roulette kann ich leider nicht. Sorry. Und die vergisst doch immer, auf welchen Platz wir auch immer landen. Also wir müssen angeln. Wir müssen angeln. Jetzt bleibt eigentlich scheißegal, wohin wir gehen. Mal schauen, was wir rausbekommen. 32 cm. Das ist ordentlich. Ich glaube, der werde ich bestimmt gewinnen. Oder hat irgendwer noch, wird irgendwer noch an der Nase fangen. Ich hoffe, man ist hier. Haha, ich bin Erster aus 32. Okay, der dritte Platz ist 10 cm. Bewohner B. Ah, 15, okay. Mit Bewohner A. Und dann haben wir Miss hier. Der erste Platz ist am extra saftigen 32 cm großen Kamera geht am Moritz. Die Menge tobt, ich muss sagen, ich bin von deinem Fang sehr beeindruckt. Der Trostpreis geht an Bewohner G mit einem 7,0 Meter großen Bitterling. Mitmachen als bekanntlich das Wichtigste, danke für alle, die am Angelturnier teilgenommen haben. Als kleines Dankeschön für eure Teilnahme bekommt jeder ein paar Glückspunkte. Ja, das ist ja das Mindeste hier, ne? Das war's für heute, Leute, yo. Ist okay, Pro. Wenn man's ja mächtig anmerkt, sieht. Bravo, Leute, Flöt. Was für eine überaus lustige Woche. Ich hab total viel Fun. Macht weiter so. So, jetzt kommt nämlich die Rübendame. Hallo Kinderchen, es ist wieder Sonntag und Siegretzeit.
Okay, der heutige Preis ist tatsächlich wieder besser. Und ich kaufe mal so viel. Ob das jetzt gut oder schlecht war? Weiß nicht. Okay, jetzt sind wir Doppelwurftag. Interessant. Okay. Kann man mal gespannt sein. Heißt, heute würfeln die mit 2 Würfeln. Und das Doppelte von beiden Augen kommt raus. In jedem Fall 7. Das höchste, was gehen kann, ist 12, by the way. 6, immer Zeit bei Pachat, also 6 und 6 sage 12. Macht auch Sinn. Ja. Ja, 5 Minuten knapp noch zu spielen. Haben wir das dann auch überlebt? Ist ja mal gespannt. Ich werde dran. Mal Doppelwürfeln. Nein, das ist ordentlich. Du gehst angeln und eine Karause, was auch immer das ist, schlugt dann Köder. Welche Freude. Achso, Karause ist an Fest. Okay, ich kapier. Ich bin auch dumm. So, was würfelt die? Oh, die 3. Das bringt natürlich nicht so was. Die hat Pest hier. Oh, Feder. Sorry, die Sache mit der Zeit, das ging als Fatz, was flöht. Ihr könnt jetzt die Partie beenden oder noch einmal 10 Minuten um draufsetzen. Partie beenden, tatsächlich. Cool, flöht. Dann ist heute euer letzter, vorletzter Tag. Das Spiel endet morgen Abend. Okay, heißt, ich muss dringend meine... Oh, Karneval. Das passt das jetzt. Viva! Tanz, tanz, lasst alles raus. Echtmeier! Viva, Siusa, Pavo. Viva, Karneval. Okay. Karneval ist nur einmal im Jahr. Würfelt dann auf ein Feld und findet Federn. Okay, also Feder-Karneval-Tag. Wir sind gespannt, was uns jetzt wohl erwarten wird. Ich glaube, nichts Tolles. Der Partyvogel, ey. Der ist auch betrogen, oder wie? Da kann man das nicht mal vorspulen? Nein, kann man nicht. Verdammt! Aber ja, die tun es im größten Teil jetzt einfach so loswerden, die Rüben. Ist das schon? Der Typ, der 110 Rüben gemacht hat, hat das statistisch gesehen einfach behindert gemacht. Weil es sich für die 2 Tage einfach nicht mehr lohnt. Und für das Geld, man kann Besseres bekommen. Aber ich gebe einfach 50-50. Heute die Hälfte aus, morgen die Hälfte, ne? Und dann müsste das dementsprechend gut ausgehen. Der setzt wohl komplett hier auf morgen, oder wie? So, jetzt bin ich dran mit meinen 15 Feldern. Grrr, diese brillante Farbe, eine bezaubernde Bernsteinfeder. Okay, jetzt geht's von mir, jetzt geht's rund. Viva, swingt die Hüften, so viel Spaß, jeder tanzt an Karneval. Alter, dieses auf Drogen seine Karnevals-Etwas hier, ey.
Aber ja, das klingt ganz gut. Ich möchte davon einiges verkaufen. Wir haben gesagt, wie viel habe ich denn eigentlich überhaupt hier? 40. 20. Klingt doch mal ganz gut. Dieses Karnevalmonster, das ist echt komisch. Also komisch im Sinne von komisch. Uff, puh, Bavo ist ganz müde vom Tanzen. Bavo verabschiedet es für heute. Ja, Tanzen war ja lustig. So, letzter Tag. Damit verpasst man offiziell den Valentinstag, verdammt, aber okay. So. Oh. Sigurd, was macht Sigurd jetzt hier? Mein Geschäft geht so gut, dann müsste ich meinen Erfolg mit euch teilen. Ah. Interessant. Gut, jetzt Bewohner geht dran. Ich glaube, ich nutze meine Karte jetzt zum Schluss auch aus. Das kann mir einiges an Vorteilen bringen, tatsächlich. Das wird mir Vorteile bringen. Es hat ein Artikel im Baumarkt eingetroffen. Du kannst es dir gerade noch verkneifen, etwas zu kaufen. Was für ein Glück für sie, ey. Der macht ja gerade so ein Minus. Und verkauft die auch noch für. Hui, der hat aber ganz was verdient jetzt hier. Bin ich mal gespannt. Ich möchte meine Karte noch einsetzen. Da dann. Du gehst angeln und ein Klisse. Okay, also wieder ein Fisch. Was für eine Freude ist das hören. Ich verkaufe jetzt meine Mützen, meine letzten Dinger noch. Und hab. Digga, was verdient hier? Aber sowas von Digga. Alter. Mal schauen, was die jetzt noch draus macht. Ah, in meinem Amiibo. Vielleicht auch das Amiibo fallen, ja, aus Panik, ey. Lol, der hat mich überholt. Zeit ist fast reif für die große Siegerehrung. Wer hat diesmal am meisten Glückspunkte gesammelt? Aber wir haben eine Spielleiterin, also ich werde jetzt noch alles deine Glückspunkte umwandeln. Wie immer gibt es für 1000 Sterne nicht einen Glückspunkt, seid ihr so aufgeregt wie ich. Wuhu. Sie ist mir erster zusammen mit. Oh, ich bin einfach erster. Na ja, cool. Das ist nochmal ein schönes Ende. Worüber wir uns sehr freuen. Und mit diesem ersten Platz und einem tollen Einblick oder generell einfach einen Einblick, den ihr hoffentlich jetzt zu diesem Game bekommen habt, bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem etwas größer gewordenen Let's Test zu Animal Crossing Amiibo Festival. Es ist nicht meins, deshalb eben nur das Let's Test. Letztes müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das Game einfach gefällt oder nicht, also ob euch das liegt oder nicht. Das war's jetzt von meiner Seite. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!